Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zum neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute im Start Kenzang Intimrasierer. Oh, für den Mann, für die Frau und für die Diversen da draußen. Wir haben hier ein 3-in-1 Körperrasierer, der nicht nur für die Intimrasur geeignet ist, natürlich. Denn wir gönnen damit im Prinzip alles an unserem Bodytrim, was da so rauswuchert. Also haartechnisch gesehen. Er ist ein wasserdichter IPX6, zertifizierter nass-trocken, nicht Sauger, sondern Rasierer, Trimmer. Er hat einen wiederaufladbaren Akku integriert. Das heißt also, wir können dieses Gerät ganz einfach über USB wieder aufladen. Für Achselhöhle, Leisten, Rücken, für die Brust, für die Beine, für den Intimbereich, wie schon gesagt. Im Prinzip könnt ihr damit alles ballern, was nicht so sprießen soll, wie das heutzutage so gerne gesehen ist. Ist auch angenehmer, wisst ihr. Ihr könnt natürlich auch damit euren Kopfhaar trimmen oder Barthaare. Alles möglich, ne? Alles möglich. Aber der Fokus dieses Gerätes liegt natürlich auf der Intimrasur. Wir haben hier einen Trimmer für Männchen, für Bartschneiden, für Nasenschneiden, also die Haare der Nase. Mit einstellbarem Begrenzungskamm. Der Einstellbereich liegt von 1 bis 9 mm und nimmt daher kaum Platz weg. Außerdem bietet das Set uns eine Aufbewahrungsbox für die Reise und natürlich, um den Verlust des Zubehörs zu vermeiden, an. Mit dem ergonomischen eye-firmigen Design des Körperrasierers können wir unseren Rücken, unsere Achseln, unsere Brust leichter rasieren. Der einzigartige V-förmige Kopf ermöglicht es, auch in enge und komplexe Bereiche wie die der Leistengegend und dem Intimbereich am Gefäß zum Beispiel vorzudringen. Die feststehende Klinge hat ein gebogenes Design, sodass sie sich in fast jedem Winkel zum Rasieren eignet, ohne die Haut stark zu verkratzen. Der Rasierer ist IPX6 wasserdicht und kann sowohl nass als auch trocken verwendet werden, sodass wir ihn, weil er nass benutzbar ist, sehr gut in der Dusche zum Beispiel genutzt werden kann. Wir haben auch einen magnetischen elektrischen Trimmer, den wir direkt unter den Wasserhahn dann ausspülen können. Außerdem ist die Rotationsgeschwindigkeit 8000 Rotationen pro Minute schneller und kraftvoller, ohne an Schnurrbärten und Haaren zu ziehen. Der Intimrasierer braucht nur 90 Minuten, um vollständig aufgeladen zu werden und hält danach mindestens 90 Minuten aus. Die LED-Anzeige zeigt nicht nur den Akkustand, sondern zeigt auch bei einem Tipp an, dem Rasierer mit Wasser zu waschen, damit er nicht überhitzt zum Beispiel. Wenn wir ihn zum Beispiel 10 Minuten lang malträtieren, gibt es dann einen Tipp, also eine LED-Anzeige, dass er doch mal gekühlt werden sollte. Die tragbare Aufbewahrungsbox, das mit einem sicheren Reißverschluss und ausgestattet ist, kann also gut bestückt dann auf die Weltreise genommen werden, denn die Ladefunktion, sprich USB-Funktion, reicht von 100 bis 240 Volt Spannungsnetz aus und das ist eigentlich die ganze Welt abdeckend. Ihr braucht halt nur dann ein Gerät, welches zum Beispiel dann in Amerika zum Beispiel in die Steckdose gesteckt werden kann. Der Intimrasierer-Set hier ist perfekt für Reise und unterwegs. Wir drücken 3 Sekunden lang auf den Knopf, um es zu verriegeln und es wieder zu entriegeln. Verpackungstechnisch sehen wir, dass es auch 2 unterschiedliche Farbgebungen gibt. Es gibt einmal die dunkle Version und einmal die hellere Version. Hier so ein bläuliches oder ein anthrazites Design. Es ist ein Body Shaper Set, IPX6 Waterproof, LED-Display, ergonomisch und sehr einfach in der Anwendung. Und
Multifunktionales Trimmen ist mit am Start. Ihr seht nämlich an der Seite, seht ihr die Aufsätze für den Head, also für den Kopf, sprich fürs Bart, dann der Nose, das ist für die Nase, und die einzelnen Aufsätze sind sinnvoll gewählt, um dort uns die Möglichkeit zu geben, verschiedene Trimmarbeiten damit durchführen zu können. So, schöne, qualitativ hochwertige Box. Fühlt sich echt wertig an. Schöner Griff hier. Dann haben wir hier ein Branding drauf, Kansan. Dann haben wir einen Doppel-Zipper hier. Wir können also hoch runterfahren. Der Zipper ist hochwertig, das heißt, der wird jetzt nicht nächste Woche direkt den Geist aufgeben. Und jetzt schauen wir rein, was alles drin ist. Oh, was haben wir oben? Nochmal ein Zipper, um hier dann das Ladekabel aufzubewahren. Ne, hier USB-A ist am Start und dort kommt es in den Trimmer selber hinein. Und USB ist ja ein Universal Serial Bus, das heißt also, der ist kompatibel mit eurem Computer, mit eurem Tablet, mit eurem AC-Adapter vom Smartphone, mit einem USB-Steckdose und so weiter. Oh, Powerbank, Powerpack, Powerbank funktioniert auch. Ja, guck mal, cooler Kamm ist dabei mit breiten und nicht und feinen Haarkamm-Aufsätzen. Dann haben wir hier Chinesisch, Deutsch, Schwarz-Weiß-Grau, Bedienungsanleitungen mit ganz vielen Sprachen sehe ich hier gerade. Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch, Chinesisch, Japanisch wohl. Ja, hier kann man alles verstehen, ne? Wenn ihr der Sprache mächtig seid. Dann haben wir hier noch so ein Abdeck-Cover, dass alles in Position bleibt. Schön aufgeräumt ist das hier zu sehen, wie ihr das erkennen könnt. Und dann haben wir hier unterschiedliche Aufsätze. Fangen wir mit dem untersten an. Da wird eine Rotation zur Rotation gemacht. Das bleibt also da ist eine rotierende Welle drin. Die rotierende Welle rotiert hier drinnen und die Haare der Nase kommen dann hier an, plopp, 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 und werden dann abgetrennt. Alles klar. Das ist der erste Aufsatz. Dann haben wir hier den Bartaufsatz, der dann die Länge variieren kann. Da können wir von 1 bis, was ist das, 9 runtergehen. Guck mal, dann fährt das so nach vorne und wieder zurück. Rastet auch leicht ein. Damit können wir also dann die Bärte oder wenn ihr gerne lange Haare irgendwo haben wollt, dann damit befriedigen. Und dann haben wir hier den dazugehörigen Bartaufsatz, der dann dafür da ist, um die rotierende Funktion in dann einer oszillierenden, rotierende in eine Seitwärtsbewegung umzuändern. Sehr schön, vernünftig, alles cool. Und dieses Teil müsste demzufolge dann hier eingerastet werden. Wenn ich das jetzt so richtig mir hier so überlege, müsste das hier rein. Und dann kommt dieses Teil dann da dran. Alles klar. Okay, gut. Also das ist der Aufsatz. Und dann haben wir hier den Hauptakteur. Das ist unsere Unit in einem schönen Blau. Hier haben wir die Anzeige, die LED-Anzeige, die uns dann anzeigt, wie viel Prozent noch am Start sind. Ihr hört schon, er ist wirklich ruhig. Macht nicht so einen Krach. Dann haben wir hier erstmal, wenn ihr es kurz haben wollt, nehmt ihr es so, wie es ist. Wenn ihr es länger haben wollt, könnt ihr das sogar drauf lassen im Prinzip. Ne, diese Abdeckung hier, die rastet auch leicht ein. Und dann könnt ihr damit loslegen. Hier unten ist der Port zum Laden. Damit kann man es dann nachladen. Also sehr gut designt. Sehr vernünftig am Start hier, macht seinen Job und kann euch da alles schön absenseln, was dort nicht wuchern sollte. Oh yeah. Ne? Das ist hier also am Start der nice und gut aussehende Kansan Intimrasierer für den Mann. Natürlich müsst ihr kein Mann sein, um ihn nur zu benutzen. Ihr könnt auch Männchen, Weibchen, divers oder was auch immer sein. Was ihr gerne sein wollt, könnt ihr nutzen. Denn Haare sprießen doch an jedem Lebewesen, oder? Außer an diesen Nacktkatzen. Die haben, glaube ich, echt keine Haare. Kansan Intimrasierer 3-in-1 Körperrasierer. Der ist für den Intimbereich, für den Body. Und er ist IPX6 nass. Und trocken auch benutzbar. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!